Der ein oder andere fragt sich vielleicht, gerade unser Alex Appiano mit diesen schnellen Fingern, wie kann der immer so schnelle Finger haben? Das ist ganz einfach. Die dürfen niemals zur Ruhe kommen. Die dürfen niemals zur Ruhe kommen. Für uns ist das sehr schwierig, aber wir haben eine Lösung gefunden. Und zwar, wenn wir von einem Konzert zum anderen fahren, wie letzte Nacht, dann müssen wir Alex Finger immer beschäftigen im Auto. Er hat also ein Feindmechaniker werden sollen und während der Fahrt so bei 160 baut er das Armaturenbrett immer wieder auseinander wieder zusammen. Ja, so ist das. Es ist nicht ungefährlich, aber er muss immer in Bewegung bleiben. Deswegen haben wir auch heute gesagt, wenn wir hier eine kleine Pause machen, dann werden Alex hier ein bisschen in den Geschäften mit aushelfen, vorzugsweise in der Darm-Unterbegleitungsabteilung. Da hinten wird schon gewunken. Ja, also das heißt, bei Street One, kannst du anfangen, bei Street One, habt ihr da noch was frei? Ja, bei Street One, also Alex wäre frei in 6 Minuten, ist das okay? So, dann machen wir schon mal nackig, er kommt gleich. So, jetzt ist wichtig, dass wir die 6 Minuten noch optimal füllen und wir werden heute auch ein paar Autogramme geben. Wir können alle Unterschriften, wir haben oben extra geguckt, oben ist nämlich so eine Galerie bei uns an der Garderobe, da kann man sehen, wer in den letzten Jahren alles schon hier gewesen ist. Es sind auch viele dabei, die wir gut kennen, zum Beispiel Mike Krüger, ich mache heute, er war auch schon hier, ich mache die Unterschrift von Mike Krüger, wir kennen uns lange, ich habe in einigen seiner Filme in gefährlichen Szenen seine Nase gedudelt. Und viele andere waren auch schon hier, das heißt, wir reihen uns hier quasi in eine Reihe von Leuten ein, das ist der Hammer. Habt ihr schon mehrere Leute gesehen, mehrere Prominente, auch viele Schlagerstars waren schon hier. Schlager, wer steht bei euch auf Schlager? Helene! Da müssen wir euch leider sagen, wir sind ein komplett Helene Fischer-Preis-Programm. Ja, aber nicht heute. Heute nicht, wir sind der. Das hat übrigens der Max-Mann auch gesagt, ich bin über der.